Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir ein paar Festungen klatschen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Diese Sachen können wir dann gleich liegen lassen, weil wir werden bestimmt sterben. Also lasse ich das gleich mal da. Und außerdem kümmere ich mich erstmal um die ganzen anderen Krempel. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier noch? Nee, wir hatten die restliche schon in Auftrag gegeben. Wir brauchen aber Harz, auch zum Kochen. Und wir brauchen auch noch ein paar von den Bären, ne? Wollen wir die mal fix holen? Oder hatte ich die... Ich weiß es natürlich nicht, ob ich sie bei der letzten Aufnahme schon geholt hatte. Ich gehe einfach mal rein. So. Ja, die sind voll. Hervorragend. Her damit. Und hör damit. So. Perfekt. Und wieder zurück. So. Perfekt. Dann schmeiße ich das hier mal runter. Und wollen wir auch gleich Beeren holen? Ja, ne? Komm. Wobei das wahrscheinlich wieder ein Weilchen dauern könnte. Ich warte mal. Hä? Da liegen ja noch welche vom letzten Mal. Hä? Hier regnet's nicht. Ach, ist ja wieder Biom-related, ne? Glaube ich. Gut möglich, dass wir hier allerdings noch länger warten müssen, bevor es wieder neu spawnt. Ich warte mal kurz. Aber jetzt auch nicht zu lang. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tschüss. Ja. So, sehr gut. Dann, ich habe zwar noch einige andere Sachen... Huch, das klebt hier an der Wand. einige andere Sachen aufgeschrieben, die würde ich allerdings aufschieben, weil ich habe Bock, die Festungen zu clearen. Ich packe mal kurz das Holz weg. Eine kleine Sache allerdings, das geht sehr schnell, will ich eben nochmal kurz machen. Beeren hier. So. Und zwar brauchen wir dafür nichts anderes als einen Bronzenagel. So. Und 4 Elholz. So. Und dann nehmen wir mal Möbel. Den hier. Und machen den hier ran. So. So. Und wozu? Ganz einfach. Damit ich nicht vergesse, die Harpune mitzunehmen, wenn wir auf Astrid-Jagd gehen. Wobei ich auch die erstmal gerne noch ein bisschen vorschieben will. Ne? Weil ich jetzt erstmal gerne tatsächlich die Festung machen will. Wir haben auch tatsächlich alles, was wir dafür brauchen. Magietränke, ne? Ich habe nur noch einen von den dicken Mana-Tränken. Und ansonsten haben wir nur die neuen. Also von den kleinen Mana-Tränken. Ansonsten haben wir nur die dicken. So rum. Ich mach mal so. Ja. Ach ja, wo ich gerade das Spinnrad höre, da können wir wieder auffüllen. Na gut, okay, ist gerade mal zur Hälfte down. Aber komm, das fülle ich auch nochmal eben auf. So. Nicht, dass wir es dringend brauchen, wie gesagt, aber ich will ganz gerne was auf Halde haben. Und hier liegt nichts mehr, ne? Ah ja, doch, hier, das Resteiter. Ist das durch? Nee, der arbeitet noch, dann lasse ich ihn da erstmal weiterarbeiten. Wir gehen nach oben. Huch. So. Und können das gleich einsortieren. Hier. Stoffkiste. Rein damit. Ja. Machen wir, bis es hier ist, ne? Dann haben wir wieder. Würde ich sagen. Und jetzt kümmern wir uns. Ich bereite mal alles vor. Kümmern wir uns um die Belagerung. Und hier habe ich mir auch was überlegt. Ich nehme mal kurz das Grausten raus. Das brauchen wir doch nicht. Denn... Wir machen das anders. Ich packe mal Marmor wieder rein. So. Und wir nehmen stattdessen ordentlich Stein mit. Ich nehme mal 2 Stacks mit. Plus die 4, die wir für die Workbench brauchen. Ich habe jetzt... Warte mal, 10 brauche ich nur. 20 brauche ich nur. Das hier, Workbench plus Rambock. Das bleibt hier schön drin. Und das alles brauchen wir für etwas anderes. Nur muss ich dafür noch ein Werkzeug mitnehmen. So, das hier. So. Und, ach ja, was wir auch gebrauchen könnten, wäre, wie, wo war das Ding denn? Da, 5 Eisen, 5 Kupfer und ein Schildkern. Gut. Why not? 5 Eisen. 5 Kupfer. So. Und einen, wo habe ich den nochmal? Die Schildkerne habe ich bei Magie mit reingemacht, ne? Wobei die ja eigentlich... Ja, Möbel... Das
könnte ich eigentlich mal umbenennen. Möbel und Konstruktion oder irgendwie so. Aber ich glaube, das war hier drin. Nee. Metallteile? Nee. Oder muss ich den erst herstellen wieder? Schildkern. Schwarzer Kern, Sirtlingskern, Keramikplatte. Gut. Ja, dann mache ich das mal fix. Da nehme ich mal 10. Ich schmeiße hier mal einen Stackstein hin, so. Und die kann ich schon mal herstellen. So, und... So, obwohl, warte mal. Ich mache gleich mal 20, dann haben wir ein bisschen was auf Halde. Besser ist das. So. Zack, und nochmal. So, dann haben wir die. Und außerdem hier die Kerne. Weiß ich nicht, wie viel wir da brauchen. Ich nehme einfach mal raus. Ach ja, was fehlte noch? Flammenkern-Ding jetzt, ne? Warte mal, ich schaue nochmal nach. Ja, Surtling-Dingens. So. So, und da stelle ich jetzt mal so viele her, wie es geht. Das wären in dem Falle... Na, obwohl, warte. Ich stelle 3 her, damit wir 5 über haben. So. Zack. Sehr gut. Und das kommt mit hier in Magie rein. Und zwar hier. Dann nehme ich einen raus. So. Und die Keramikplatten kommen zu Möbel, ne? Oh. Hm. Oder wo packe ich die hin? Keramik. Ich packe die erstmal hier rein und überlege mir, wo ich das einsortiere. Das mache ich aber später. So, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Schildgenerator, sehr gut. Dann fehlen nur noch ein paar Knochen. Und da nehme ich mal 10 mit. So, und wenn ich das jetzt aufsammle, hoffe ich, wir sind nicht überladen, sind wir aber, ne? Nein! Gut, dann packe ich so viel Stein weg, dass wir nicht überladen sind. Ich mache mal hier einfach 10. Keine Ahnung. Kein Bock zu rechnen. Und 3. Jo, sehr gut. So, und jetzt ziehe ich mir die Kapuze an. Dann sind wir maximal vorbereitet. Wie spät ist es? Wir haben gerade Mittag. Das heißt, wir können hier mal kurz rein. Festung 1. Wo habe ich denn Festung 2? Ach, Festung 2 ist hier, ne? Stimmt. Ich gehe erstmal in Festung 1 und baue uns da die Base aus. Die Schild. Ich baller mir sämtliches Food rein. So, hole ich mal neu. Sonst vergesse ich das nachher und dann haben wir den Salat. Beziehungsweise keinen Salat. Dann haben wir keinen Salat mehr. So, 2 noch. So, perfekt. Ach, verdammt, natürlich wieder überladen. Daran habe ich nicht gedacht. Nochmal 3 weg, die schmeiße ich jetzt hier einfach hin. So. Hä? So, jetzt geht's. Hinauf. Und Energieschild. Und hinein. Und dann sichern wir das erstmal. So. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich mache einfach hier hinten erstmal eine Workbench hin. So. Die da sollte ich erstmal killen, ne? Mal sterbt. Oh, das ging daneben. Der ist down. So, und du kriegst Frost ab. Tschüss. So, und dann machen wir folgendermaßen ganz einfach hier eine Säule. So. Da kommt keiner hoch. Dann machen wir uns hier noch eine Stufe an die Seite. So. Das reicht schon. Ich nehme noch einen hoch. Ja. Und darauf machen wir das Portal. Halt. Ich mache das hier mal ein bisschen breiter. So. Ich glaube, das sollte passen. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Stein über. Und hier oben baue ich jetzt das Portal hin. Zum einen. So wie auch... Moment. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden hier natürlich. Ich mache mir erstmal den Generator. Schild Generator. Hier hin. Sind die Öffnungen da? Achso. Kann ich hier auch einfach bauen. Sehr gut. Dann baue ich das so weit an den Rand, wie es geht. So.
So. Rein damit. Da haben wir ein Askwin. Er will es wissen. So, ich gehe mal hier hoch und mach mal hier einen hin und da einen hin. Und dann verprügelt den mal bitte. Und tschüss. So, dann nehme ich das Portal und packe es hier oben hin. So. Hier so. Warum geht das nicht? So geht, perfekt. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Workbench. Hm, ja, das wird jetzt natürlich knifflig. Scheiße, kann ich die hier irgendwie zwischenquetschen? Das wäre richtig nice. Aber kann ich nicht, ne? Ich versuche die einfach hier hin. Ich baue die einfach hier hin. So. Kann ich die hier wegreißen. Und dann haben wir hier so einen Safe Space. Ne? Schon klar, so safe ist es nun auch wieder nicht. Weil wenn jetzt zum Beispiel hier ein Bogenschütze steht, kann er das ja trotzdem angreifen. Aber wir können uns auf jeden Fall verstecken. Was liegt denn hier? Sollte mich lieber nicht interessieren, ne? Münzen. Oh, da ist wohl ein Zwerg gestorben. Ja, gut. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal alles, was wir brauchen. Also haben wir auf jeden Fall schon mal einen Safe Space. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen. Soll ich kurz die Sachen wegbringen, die ich gefunden habe? Ja, ne? Warum habe ich zwei Eisen dabei? Woher habe ich denn zwei Eisen? Weil... Ach ja, na klar. Für die Stein-Workbench-Dingens. Stimmt, die habe ich gar nicht gebraucht, ne? Die brauche ich ja nur, wenn ich Treppen baue. Für das hier brauche ich ja nur die normale Workbench. Ich bringe mal kurz den Stuff weg. Oh. Na, warte. So, ach ja, das hier muss noch Festung 1 heißen. Er kommt wieder. Ich will nicht, dass er mit seinen Steinen hier das Portal kaputt macht. Gut. Und hindurch. Hervorragend. Ich würde allerdings die Sachen, die wir für die Workbench brauchen, das, das und auch den Stein schmeiß ich mal hier hin und den ganzen Kram, den wir gelootet haben, natürlich in unser Lootloch. So. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, können wir theoretisch angreifen, obwohl es gerade spät ist, ne? Ja, dann gehen wir erstmal pennen. Weil ansonsten überrascht uns die Nacht gleich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, nichts wie in der Pofe. Gute Nacht! So. Guten Morgen und wir laufen direkt runter. Energieschild. Hui. Und wir gehen durch und begeben uns Richtung Festung. Ich habe bewusst einen Ort gewählt, der ein bisschen weiter weg ist. Hm, warte mal ab. Wenn wir jetzt zur Festung gehen, sollte ich die Belagerungssachen mitnehmen? Doch, das sollte ich jetzt schon mitnehmen, ne? Sicher ist sicher. Und außerdem die 10 Holz. Huch, die 10 Holz hier drin. So. Wir haben Stein, wir haben das. Soll ich... Ja, ich kann auch daraus die Treppen bauen. Oder kann ich? Warte mal. Ne, wir haben ja nur die Treppen, ne? Stimmt. Gut, dann mache ich das doch so, dass ich 4 rausnehme. Das hier reinpacke. Und doch Marmor nehme. Damit ich die Steintreppen machen kann. So. Und dann gehen wir hinauf. Vertrödeln gar nicht erst irgendeine Zeit. Achso. Wir sind, ja, 25 Minuten gut ausgeruht. Das passt. So. Und hier fühle ich mich auch recht safe. Ich hoffe, das bleibt auch so. Da hinten ist ein Spawner. Der wird uns die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung machen. Nichts wie weg damit. So. Dann mache ich mal hier so einen auf dem Boden. Und da vorne auch. Schön da, wo sie alle spawnen. Und da kommt direkt wieder eine Horde. Na klar kommt die. War doch klar. Bam! So. So. Der Aspen hier, der muss schon mal sterben.
Und der Krieger, da könnte ich theoretisch ja mit den Ranken arbeiten. Und das mache ich auch. So. Schön verprügeln. So. Sehr gut. Kann das Ding aber zerstört werden? Dankeschön. Du stirbst. Und du brauchst gar nicht erst wegrennen. Halt, was mache ich denn? Ich muss doch erstmal den Spawner zerstören. Oh, noch ein Askwin, Alter. Nein, 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 nein. Scheiße. Okay, 7. Oh, der hat einen Stern, wa? Ja. So. Da gehe ich mal zu meinem Safe Space. Da habe ich ein bisschen Angst gerade. Nein, 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 nein. So. Los, verprügelt ihn. Los, von allen Seiten. Bam, bam. Und Frost. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Wie immer dein Loot. So. Ist der Spawner zerstört? Ja. Hervorragend. Den Loot. Den Loot. Hier haben wir Pilze. Vorsichtig. So. Und dann kümmere ich mich noch hier um das Kruppzeug. Aber da sind schon fast alle weg. Sehr gut. Laggedy lag. Da ist noch einer. Und tschüss. So. Und dann irgendwie hier rüberkommen. Hier, ne? Hier haben wir auch Straußen fahren. Das nehme ich auch mit. Hä? Ah, hier. Hm, dafür schmeiße ich... So. Tschüss. Das hätte ich nicht wegschmeißen sollen. Da schmeiße ich lieber einen Schwefel weg. Weil das Marmor können wir doch gut gebrauchen. Und hier sind noch Pilze. Und natürlich noch ein Krieger. So, kriegst du eine Salbe ab. Und tschüss. Ach ja, übrigens habe ich die richtigen Stäbe. Ja, ne? Das sind alles die Vierer. Gut. Den Pilz da klaue ich nochmal. Und den da... Hinten kriege ich den auch. Ja. Gut. Und dann können wir hier uns hochbauen. Ja. Ist zwar überall Lava. Das ist natürlich dangerous, aber das kriegen wir schon hin. Ich würde die Treppe diesmal vielleicht sogar 3 breit bauen. Oh, stimmt. Den hier brauche ich gar nicht. Jetzt habe ich sinnlos die Hacke mitgenommen. Egal. So. Das wird hier hingebaut. Das hier hin. Und die mache ich schon mal platt. Oh, da ist der Hexenmeister. Verdammt, ich dachte, das wird ein Headshot. So, der ist schon mal weg. Und die da mache ich auch mal platt. Bringt aber gar nichts, ne? Die spawnen ja ewig nach. Oh. Ja, ich glaube, ich gehe hier mal doch weg. So. Und suche mir doch irgendwie mal eine safere Stelle. Beziehungsweise ich kann eigentlich auch einfach Trolle draufballern, ne? Sollte ich das machen? Ich mache, ne? Ich baller einfach Trolle drauf, so gut es geht. Muss ich mich allerdings wieder beeilen? Weil ich will nicht, dass wieder Sachen despawnen. Wobei wir ja nicht wissen, ob sie überhaupt despawned sind oder nicht. Ich laufe mal nach hier vorne. Gehe hier in Deckung. Und... Attackos. Ja, der ist natürlich nicht drin.
Ich hoffe, der räumt trotzdem auf. Kann er gar nicht, ne? Ich müsste da irgendwie draufkommen. Ich probier's mal, wie ich hier raufkomme. Hier an der Kante vielleicht? Nee. Hier auch nicht. Ja, der macht auf jeden Fall Schaden an der Mauer. Wie komme ich nach da oben? Verdammt! Hier rauf? Ja, aber das bringt mir nichts. Nee, das bringt mir nichts. Wo kommt ihr denn her? Da ist noch ein Spawner. Auch den muss ich klären. Ja gut, hier gibt es doch noch erstmal ein bisschen was zu tun, bevor ich hier ausrasten kann. Merke ich gerade. Also erstmal Gebiet sichern. Lasst mich! Ich baller mir mal den. So. Dann Feuerbälle halt. Erstmal dich. Ja, komm. Das geht doch. Das kommt doch ewig. Die kommen doch ewig nach. Was mache ich denn? Oh, Straßenbahn. Ja, Leute, ich weiß, ihr seid so viele und ich habe gar keine Chance gegen euch. Außerdem vor ihr habe ich Angst, natürlich. So, das Ding ist kaputt. Mein Energieschild auch mal wieder. Nein, ich bin gleich tot. Scheiße, ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ich bin so ein Storch. Verdammt, verdammt. Okay, Entschuldigung. Ja, das ging ja schon wieder super schnell. Vielen Dank auch. Ja, schlafen kann ich nicht. Dann ruhe ich mal gut aus. Motivation geht schon wieder spärlich nach oben, muss ich sagen. Aber ich habe Bock auf diese Festungen. Frag mich allerdings, wie wir das lösen sollen. Ich könnte vielleicht eine Ranke oben drauf ballern, fällt mir gerade ein. Wenn die Trolle nicht funktionieren. Das wäre tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber zuerst einmal Food. Zack, zack. Wir haben die Salate fast aufgebraucht. Nur noch die in unserem Inventar. Das hier, Feuer, Heilung. Let's go. Run, run, run. Und ich probiere es mal nackt. In der Hoffnung, dass wir die Sachen auch so aufsammeln können. Ich glaube aber schon, weil wir haben ja auch Leichenlauf. So. Bitte keine Viechers in der Nähe. Da ist ein Askwin, super. Oh, da hinten ist unsere Leiche. Das ist allerdings ein Stück weit weg. Ich mache Akteur an und let's go. So. Und sogar zwei. Oh Mann. Ja, ich laufe einfach immer live. So. Run, run, run. Ja, 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 ja. Ich weiß, ihr seid so gefährlich. Hör damit. Und tschüss. Ich weiß, hier oben kommen die auch hin, aber ich habe immer die Hoffnung, dass die ein Weilchen brauchen. Da sind die Askwins. Sie kommen, sie kommen. Schön aufpassen. Da sind sie. Und tschüss. Wow, 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 wow. Hui. Ich hätte mal den Federwurmack zuerst nehmen sollen. Gürtel, schnell, 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 schnell. Hui. Und ich laufe mal zurück. Oh, oh, falsch gelaufen. Lauf, 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 lauf. Keine Zeit für Energieschild. Ne, wir verbrauchen ja Gott sei Dank gerade keine Ausdauer. Und ich glaube, wenn wir kontinuierlich laufen... Oh nein, sie läuft, glaube ich, zu mir. Ich glaube, sie fliegt zu mir, oder? Ja! Nee, doch nicht. Ist ein Morgen. Gut. Der könnte hier Schaden machen, ne? Ja, das ist ganz knapp. Und ich sollte mir außerdem mein Energieschild machen. So. Verprügelt den mal bitte. So. Sehr gut. Schön in die Ranken gerannt. Energieschild.
Und wieder ein Aspen, ich spring wieder hoch. So. Na los, kloppt auf ihn ein! Ja, er ist betäubt! Ross! Von allen Seiten, Alter. Sehr gut, da ist noch einer, come on. Na los, hier bin ich. So, ist jetzt hier Ruhe? Ich hoffe es. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich Loot sammeln können. Haben außerdem... Hier, das Krustitpulver schmeiß ich mal weg. Oh. Trotzdem zu viel. Komm, ich gehe mal kurz zurück. Bring Loot weg. Und werde außerdem... Ja, vor allem die Morgensachen, ne? Und hier dieses Ding, das brauche ich auch nicht mehr. Komm, kurz zurück.